Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ich bin noch nicht dazu gekommen, Hongo-U, die Koi, aufzubereiten und deshalb schauen wir uns heute das Abfischen von Hongo-U und Star an. Hongo-U und Star, also das Ue heißt oberhalb und unterhalb. Das sind zwei neue Naturteiche, die, glaube ich, vor 3 Jahren jetzt gebaut wurden. Die ist das erste Jahr mal ein paar Versuchsfische drin, um zu schauen, wie performt es. Und das sind jetzt Naturteiche, deren Anlage, also das Anlegen, den Bau, hat Konishi bezahlt. Warum hat Konishi bezahlt? Traditionell sind die Naturteiche, die wir bewirtschaften, sind Teiche, die gehören immer Reisbauern, den Genossenschaften dazu. Und das sind die Bewässerungsteiche für die Reisfelder. Und jetzt hat man natürlich über die Jahre immer mehr Naturteiche gebraucht. Man hat auch alte Naturteiche gehabt, die man nicht mehr nutzen konnte. Und dann hat man irgendwann gab es keine mehr, die man pachten konnte. Es ist ja nicht nur Konishi im Großraum Hiroshima. Da ist Sakai, da ist Oyama, da ist Tamaura, Takigawa. Habe ich noch irgendeinen großen vergessen? Glaube nicht. Das sind die größten Farmen. Omosako nicht vergessen. Und irgendwann gab es keine von den Reisfeld-Bewässerungsteichen mehr zu mieten. Und dann hat Konishi angefangen, selber zu bauen. Wir haben Toyohira, den Naturteichpark. Wir haben Sasaki, den kennen Sie jetzt in den Blogs noch nicht. Da, ach doch, wo wir Home Entertainment hatten, da war mal das Abfischen der Elterntiere. Und jetzt Hongo, Ue und Star. Das sind einfach dann künstlich angelegte Teiche. Die sind nicht billig. Also das sind viele 10.000 Euro. Ich glaube, die zwei zusammen haben sogar über 100.000 Euro gekostet. Und man braucht halt die Naturteichfläche, um Koi groß zu ziehen. Und klar, die Teiche müssen natürlich abgelassen werden können. Man kann da nicht irgendwo nur in die Erde ein Loch buddeln und mit Wasser füllen. Weil um die Fische wieder rauszukriegen, muss es natürlich ablassbar sein. Und ich habe letztens mit einem Koi-Freund, der noch nicht so lange dabei ist, gesprochen. Dann hat er mir ein paar Fragen gestellt und dann habe ich gemerkt, naja, wenn man nicht von Anfang an dabei ist, wir haben ja immer wieder neue Zuschauer, die wissen ja nicht, wieso Naturteich, warum, wie funktioniert das ganze Spiel. Man muss sich eigentlich ganz einfach vorstellen, das sind Schlammteiche. Und im Schlamm findet, ähnlich wie in einem Bürstenfilter, findet auch die biologische Wasseraufbereitung statt. Und da hat man natürlich nicht die Besatzdichte, wie jetzt beispielsweise in einem gefilterten Becken, wo man Sauerstoff wird zwar eingebracht, aber wo man über die Wasseraustauschrate zwischen Teich und Filter Einfluss auf die Abbauleistung nehmen kann, wo ich über meine Filtergröße Einfluss nehmen kann. Also die Besatzdichte sind da deutlich geringer. Wenn ich an Imada denke, das ist halb so groß wie ein Fußballfeld, da schwimmen gerade mal um die 20 Jumbo-Koi drin. Und das ist die Menge, was der Teich verträgt. Und wenn man zu viel reinsetzt, wachsen die Fische schlecht. Oder die Wasserqualität ist nachher schlecht, weil man muss natürlich die Futtermenge auf die Fische ausrichten. Und Hongo, Ue und Star, was wir heute sehen, das sind 3-jährige Koi drin. Also beim Abfischen sind sie 3-jährig. Genauer gesagt, sie sind 2 Jahre und 3 Monate. Das Alter von Koi, was angegeben wird, ist in der Regel immer 1 Jahr jünger, als sie tatsächlich sind, oder ein halbes, dreiviertel Jahr jünger. Und da ist die zweite Garde, also am Tag des Einsetzens. Im Frühjahr kommt die zweite Garde rein, immer noch herausragende Fische. Und man sieht aber hinten, wie Akimoto schaut. So schlecht ist das nicht. Und man weiß allerdings erst nach dem Abfischen, welches dann tatsächlich die besten waren. Und auch letztes Jahr sind da Fische rausgekommen, die haben nachher, um da vielleicht auch mal ein bisschen über Preise zu reden, mehrere 10.000 Euro gekostet haben. Aber es kommen auch Fische zurück, die kosten vielleicht 1.500 oder 2.500 Euro. Also da ist von bis. Und die Preise werden im Prinzip dann festgelegt, wenn sie aus dem Naturteich rauskommen. So, Christian ist immer Master des Entleerens. Hier über das Rohr kann entleert werden. Da hat jetzt entweder Pumpen angeschlossen oder er schläuchelt es einfach raus. In der Regel wird eine Woche vor dem Abfischen wird damit begonnen, dass das Wasser abgelassen wird, dass es schön langsam geht. Auch wegen der Temperatur, logisch, je weniger Wasser in so einem Teich, desto höher ist natürlich die Nachtabsenkung. Und dann fährt man schön runter. Ich schätze mal, der Teich wird jetzt noch so 16, 18 Grad haben. In Japan ist es zwar noch warm, aber Hongo ist auch im Hinterland und liegt relativ hoch. So wie es aussieht, sind so um die 30 Fische drin. Dieses Jahr relativ viele Elterntiere. Makoto hat mir irgendwann die Liste mit den Größen und Preisen und allem geschickt. Und dann sage ich, waren da nur 20 Fische drin?
dann sagt er, über die Hälfte waren Elterntiere. Und das hatten wir ja die vergangenen Jahre immer wieder. Konishi achtet da wahnsinnig drauf, dass er von jeder Blutlinie, die funktioniert, gleich von Anfang an genügend Elterntiere zurückbehält. Dass falls mit den aktuellen Tieren irgendwie Stress ist, dass er dann entsprechend auf Ersatz zurückgreifen kann. So, jetzt geht's gleich los. Ja. Schöne Showa. Doitsu Kinshiro Utsuri. Kinshowa, Showa, Kinrin Showa. Unsere neue Showa, Kinrin Showa Blutlinie, oder nicht neu, auch jetzt seit 2-3 Jahren, die ist wirklich sensationell. Auch hier im Tolokoshki, auch die haben sich wahnsinnig weiterentwickelt. Sie dürfen sich morgen freuen, da kommt dann Nagatani das Abfischen. Unfassbar geile Kuchaku. Nagatani hat sich da in den letzten Jahren dafür bewährt. Für Kuchaku. Und jetzt geht's ja gleich los. Ja, wirklich traurig, dass ich nicht drüben sein kann. Hätte da jetzt wirklich Lust drauf. Das können Sie sich vorstellen. Mit stoischer Geduld und Ruhe, wie man das von unseren japanischen Freunden kennt, wird jetzt das Netz voll zusammengezogen. Jetzt mal 25 Stück gezählt. So auf Anhieb, man sieht natürlich nicht alle. Schätze ich mal, dass es wahrscheinlich so 30 sein werden. Die denn drin waren, das was wir bisher gesehen haben. Die Körper sehen gut aus, scheinen also auch gut gewachsen zu sein. So. Jetzt starten wir die zweite Sequenz. So, also jetzt kann es losgehen. Das Netz ist soweit zusammengezogen. Das hat man gesehen. Oh, cool. Ja, betrieben werden die Naturteiche. Einmal in der Woche kommt Chris an, in der Regel vorbei, schaut, dass alles in bester Ordnung ist. Und ansonsten gibt es da befreundete Bauern, das heißt befreundet, welche, die für Konishi angestellt oder engagiert sind, die Futterautomaten füttern und auch so nach dem Rechten schauen, dass das Verhalten der Koi normal ist. Und ansonsten muss man da auch nicht so viel tun. Wichtig ist halt, dass Futter reinfliegt. Also das, was viele haben ja immer gedacht, die Naturnahrung spielt eine große Rolle, aber das ist im Prinzip nebensächlich. Entscheidend ist tatsächlich, was an pelletiertem Koi-Futter reinfliegt. So. Jetzt sind wir etwas näher dabei. Auch interessant, hier sehen wir jetzt grünes Wasser. Obwohl die zwei Teiche direkt nebeneinander sich befinden, ist in einem Teich in Hongo-Ue ist das Wasser grün, Hongo-Sta ist es braun. Also in einem bildet sich die Algenblüte, im anderen nicht. Das ist übrigens Haribake, metallikfarbene Kohaku. Also da sieht man, wie es die Natur dann selbst auf kleinem Raum immer für sich selbst entscheidet. Und das ist der neue Mitarbeiter. Und selbst wenn man in zwei Teichen das gleiche macht, dass das Ergebnis dann immer noch ein anderes sein kann.
So, auch das. Garantiert ein Elterntier. Riesenkörper. Und ein bisschen verletzt. Oh, der hat sich aber gemacht. Bleib mal. Nicht gut. What's coming next? Glauben Sie mir, das sieht immer so leicht aus. Jedes dieser Pakete wiegt gut zwischen 10 und 20 Kilo. Und das ist einmal witzig, zweimal witzig, dreimal witzig. Und irgendwann wird es richtig schwer. Toller Kohaku, wow. Sehr geil. Und man hat vor allem dann, wenn der einen abfischt nach dem anderen, ist auch nicht mehr die Regenerationszeit, so dass dann das Ganze mit der Zeit eine sehr erschöpfende Arbeit wird. Schöner Kutschaku. Kaum Schüsse, wie es aussieht. Nee. Kohaku. Nee. Kohaku. Und immer wenn Christian so schaut wie gerade eben, dann ist ein besonderer Koi. Wenn er kurz verharrt, also ich bin Stunden über Stunden neben ihm auf dem LKW gestanden, wenn er kurz verharrt, dann ist es was Besonderes. Hören Sie? Das Tsubosumi, schwarz auf weißer Haut, Riesenkörper. Und Sie werden gleich sehen, da kommen andere, die setzt er einfach nur um. Mittlerweile macht er, glaube ich, knapp 60 Jahre, ist er im Koi-Business tätig. Glauben Sie mir, so viel Koi, wie der in seinem Leben gesehen hat und vor allem, wie er die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten mitverfolgt hat. Und nicht nur mitverfolgt, sondern maßgebend natürlich auch geprägt. Er war früher der Züchter zusammen mit Konishi oder bevor Makoto und Makotos Vorgänger eingestiegen ist. War auch sehr geiler Sanke. War Christian der Züchter auf der Farm, hat sich um alle Belange gekümmert. Aber, wow, das war ein richtiges Brett. Und, und das ist auch japanisch, er hält sich heute komplett raus. Er ist zwar noch Züchter, noch Selektierer, aber er hat nichts mehr mit der Auswahl der Elterntiere zu tun oder sonst irgendwas. Da mischt er sich nimmer ein. Auch ein Traumschober. Wow, bisschen gelbe Haut, aber das wird sich geben. Sensationelles Tier. So, jetzt weiter. Shoba, glaubst du, wie es auf die Ferne ausgesehen hat? Nein, doch, Kohaku. Auch geil. Ja, man kennt die Tiere ja vom Zweijährigen her. Wurden ja alle dokumentiert und die meisten haben wir dann auch im Blog irgendwann mal gesehen. Aber wer die Koi-Zucht und Aufzucht weiß, kennt, der weiß, dass jedes weitere Jahr Aufzucht Überraschung positiver wie negativer Natur mit sich bringt. Das war jetzt eine positive Überraschung. Und im Prinzip hat jeder Koi 5 Jahre und die 5 Jahre muss er überdauern. Wenn er 5 Jahre lang seine Qualität hält und auf etwa 80 cm gewachsen ist, dann, das war jetzt auch ein Elterntier, potenziell, ob der hier gezüchtet wird, steht in den Sternen. Die Chance ist eher gering. Aber wenn Koi 5 Jahre lang seine Tatigoi-Qualität behalten hat, nach 5 Jahren immer noch richtig weit vorne ist und auf ca. 80 cm gewachsen, dann hat er Großes erreicht. Aber ich habe es da oft mit Makoto davon gehabt, das ist nur ein geringer Prozentsatz aller Koi, die das tatsächlich schaffen. Die meisten, nicht, dass die jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass die Standardqualität werden oder, aber es gibt irgendeine Veränderung,
sei es die Körperform, sei es die Farbqualität oder bei Koi, die Zeichnung entwickeln, auch die Zeichnung. Irgendwas gibt es bei den allermeisten Koi innerhalb der ersten 5 Jahre, wo dann der Züchter sagt, ich würde den Koi lieber verkaufen und nicht weiter groß machen, weil am Ende, wenn man die ganzen Kosten sieht, was damit zusammenhängt, Koi in Naturteichen oder auch im Innenraum großzuziehen, das ist massiv, das ist richtig teuer und darum setzen die am Ende auch nur auf die besten der besten Tiere. Und es macht auch keinen Sinn, einen zweitklassigen Tattigoi oder einen zweitklassigen Koi überhaupt den auf Größe zu machen. Wenn er 70 cm ist, kriegt er einen Preis X. Und wenn er auf 75 würde der auch dann keinen höheren Ertrag bringen. Und am Ende sind die Koi-Farmen ganz einfache Wirtschaftsbetriebe. Und so funktioniert das. Bei dem Kinshoba haben wir gerade gesehen, abstehende Rückenflosse. Wir haben letzte Zuschauerfrage gehabt, wo Sandra mit dabei war. Wann machen das Koi? Man sieht es beim Abfischen immer wieder, nicht bei allen Koi. Aber Sandra hat ja den Verdacht, dass es so eine Abwehrhaltung ist, dass die und Drohgebärde, nicht Drohgebärde, Abwehr, ich weiß jetzt, fällt das richtige Wort nicht ein, aber einfach, da versucht sich der Fisch größer zu machen, als er einfach ist, um zu zeigen, hallo, sei vorsichtig, ich bin kein leichtes Gebäude für dich. Jetzt kommt der Kinshoba. Oh ja, oh lala. So schlecht, noch nicht fertig, aber sehr geil. Marco, du hast gerade sicher zu Chris gesagt, zeig uns den mal etwas näher. Kutschaku Blutlinien haben sie auch wahnsinnig entwickelt. Alles Karashi Kutschaku mittlerweile. Aber wie gesagt, da können wir uns jetzt auf Nagatani freuen. Der größte, der zurückkam, war 76 cm als Dreijähriger. Das haben die früher mit 4 und 5 Jahren geschafft. Auch hier bei uns in der Anlage sind die ersten auf über 70 gewachsen. 73 cm haben die jetzt. Und die werden mit Sicherheit über 80 gehen, bis ins Frühjahr. Auch ein toller Show war. Kann auch was. Unglaublichen Schwarzqualität, schwere Zeichnung. Aber bei Sanke, glauben Sie mir, Qualität steht weit über der Zeichnung. Sanke ist meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens der am schwierigsten zu züchtende Go-Sanke, weil von ihm wird die farbliche Perfektion vom Kohaku genauso verlangt wie eine perfekte Zeichnung, zumindest wenn es auf Ausstellungen geht, Shinkokai. Und da ist natürlich eine dreifarbige Zeichnung deutlich schwieriger als jetzt die Zweifarbigkeit des Kohakus. Und darum gibt es auch verhältnismäßig wenig Farmen, die sich professionell und intensiv mit der Sankezucht beschäftigen, weil es einfach auch immer wieder mit heftigen Rückschlägen verbunden ist. Und Makoto hat als jemand, der Sanke nur so nebenher züchtet, hat wirklich mittlerweile 2, 3 Blutlinien, die richtig geil sind. Schauen Sie mal da rein. Da sieht man jetzt erstmal, was da eigentlich zurückkam. Wenn man die so schnell beim Umsetzen sieht, erkennt man das gar nicht so. Und für das, wie wenig Elterntiere er züchtet, dafür ist es richtig geil, was dabei rauskommt. Auch der Kinshoba ist richtig geil. Auch hier das Schwarz überwiegend auf weißer Haut. Aber der Neue, der ist, glaube ich, noch keine 18, 17, also glaube ich, der rennt wirklich. Ich fällt. So, noch ein geiler Kutschaku. Jep, die Farbe ist ein bisschen unten. Häufig, wenn die aus dem dunklen Naturteich kommen, aber der Körper ist eine Wucht. Sensationell. Auch das Rot runtergefahren. Oh, der hat relativ viel Nibanhi bekommen. Auch das eine Entwicklung. Wenn Sie sich überlegen, das kann Ihnen beim besten Kutschaku passieren. Da sind Sie 2 Jahre am Warten, 3 Jahre.
und denken, sie haben den Besten der Besten und plötzlich, bam, von heute auf morgen, kommt dann das Nibbani, der Monshova. Yep. Geile Minbari, Hachibari Kopfzeichnung, wenn das Schwarz den Kopf so in zwei Hälften teilt. Goschki ist ja der Hammer. Ach, das war der beste Goschki des Jahres da. Und immer noch sensationell, kein Rot, kein Indigo-Blau auf roter Zeichnung. Der andere Goschki rechts hat die Farbe verloren. Auch das kommt vor. Ja, der Ginrin-Schober ist richtig gut. Goschki links. Sieht, hat auch ein bisschen Farben verloren. Kann das sein? Schoba ist hübsch. So, das war Ikeage Hongo Star. Ich weiß jetzt nicht, was mit den Bildern hier passiert ist. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen, wo ich das durcheinander gebracht habe. Und ob ich es überhaupt durcheinander gebracht habe. Aber irgendwie können wir mit einem der Videofiles nichts anfangen. Ach, jetzt weiß ich, das war ich. Ne, das war ich nicht. Irgendwas passt nicht. Egal, wir haben 20 Minuten. Hongo Ue und Star gesehen. Dankeschön an Makoto. Domo arigato gozaimashita. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und morgen schauen wir uns Nagatani an. Auch toller Naturteich, wo exzellente Dreijährige zurückerwartet wurden. Weil mittlerweile sind sie schon abgefischt. Und auch da können wir uns wieder auf ein tolles Ergebnis freuen. Danke. Ciao.